Willkommen bei Mensch Gott. Wenn ein Kind vor den Eltern stirbt, gerät die Welt einer Familie aus den Fugen. Ehepaar Fleming hat das erlebt. Ihr Sohn Samuel wurde mit 22 Jahren am 10. Januar 2010 von einem Freund getötet. Wie kann man damit leben? Herzlich willkommen, Lisa und Michael Fleming. Dieser Tag, an dem er gestorben ist, das ist ja eine Zäsur in Ihrem Familienleben gewesen. Was ist an dem Tag passiert? Ja, ich fange einfach mal an zu erzählen. Es war nachts, wir waren gerade so um 0:30 Uhr ins Bett gegangen und waren gerade so kurz vorm Einschlafen und plötzlich klingelt's. Wir sind dann zusammen rausgegangen und da standen zwei Polizisten und zwei andere Männer vor der Tür und ich wusste sofort, mit einem unserer Söhne ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe das auch gleich die Polizisten gefragt, ist was mit unseren Söhnen? Ja, dürfen wir mal reinkommen, sagte der Polizist. Wir sind dann reingegangen und dann standen wir alle in unserem Wohnzimmer. Und dann sagte einer der beiden Polizisten so lapidar, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn Samuel heute in seiner Wohnung tot aufgefunden worden ist und es war ein Tötungsdelikt. Dann hört man das und die Gefühle kommen nicht hinterher. Das ist im Gehirn irgendwie, im Gehör, aber die Gefühle sind ganz schlimm. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern, dass ich im ersten Moment so geschockt war, dass ich nochmal nachgefragt habe, obwohl die Information war ja eigentlich klar. Also nicht nur schwer verletzt und es gibt eine Hoffnung, sondern wirklich tot. Und dieser Aspekt, das ist jetzt was Endgültiges, da kann man nichts mehr dran ändern. Das hat mich dermaßen erschlagen geradezu, dass ich eine Art Zusammenbruch, Nervenzusammenbruch hatte und mich völlig verspannt habe. Und also es war einfach nicht zu fassen, diese Nachricht. Wie ging die Nacht dann weiter, nachdem Sie das erfahren hatten? Die zwei Polizisten sind sofort wieder gegangen und die beiden Männer waren von der Krisenintervention und die sind geblieben, um uns in unserer Not beizustehen. Und die haben uns dann angeboten, ob wir nicht mit ihnen nach Ingolstadt, wo die Tat passiert war, fahren würden und gleich unseren Sohn identifizieren würden. Und das haben Sie gemacht? Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir gerne angenommen. Wir waren gar nicht fähig, Auto zu fahren. Die Gefühle gehen so drunter und drüber in einem, das kann man gar nicht in Worte fassen. Wir sind dann dort ausgestiegen. Es war auch schon ein Polizist da, den hatten die informiert. Da muss immer einer dabei sein von der Polizei. Und dann wird der Blechsack aufgemacht, wie man es im Krimi oft so sieht. Dann ist da ein Plastiksack, den ziehen sie auf und dann sieht man, dass sein eigenes Kind in seinem Blut liegen. Und es war so ein Schock für mich, dass ich im ersten Augenblick versucht habe, ihn nicht zu erkennen. Ich kann das gar nicht erklären. Gut, er sah auch so ein bisschen verzerrt aus im Gesicht, weil so wie sie ihn da finden, so legen sie ihn da rein. Und ich habe mir gedacht, ist er das wirklich? Und das habe ich dann auch meinem Mann gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Michael, ist er das wirklich? Ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann nahm mein Mann mich in den Arm, legte seinen Arm um mich und sagte, doch Lisa, er ist es. Und da habe ich es dann auch zugelassen. Ja, er war es wirklich. Getötet von einem Freund in der eigenen Wohnung. Eine unvorstellbare Tat. Ja. Sie sind mit uns zu der Wohnung noch einmal gefahren. Das ist das Haus, in dem Samuel gewohnt hat. Nach ein paar Wochen ist die Wohnung freigegeben worden von der Kriminalpolizei. Und wir haben die Wohnung selber geputzt und alles ausgeräumt. Und das war schon, ja, das war hart, die ganzen Blutspuren zu sehen und ja, das Blut war in der ganzen Wohnung verteilt. Jede einzelne Spur, wo die Hand sich versucht hat festzuhalten mit der Hand, wo er sich versucht hat festzuhalten und abgerutscht ist, das sieht man ja. Sieht man so die Finger, die sie so runtergerutscht sind auf dem Blut. Versucht man sich das vorzustellen. Und da geht natürlich schon die Fantasie mit einem durch und man stellt sich das schon bildlich vor, wie das Kind umgekommen ist.
Vielleicht habe ich versucht, auf diese Art und Weise noch mal die letzten Lebensminuten meines Sohnes nachzuvollziehen. Wenn man weiß, er war so ein lebenslustiger Typ, unser Sohn. Und ja, zu Ende. Endgültig. Der Tod ist eben etwas Endgültiges. Die Dinge sind noch da, Fotos sind noch da. Aber er selbst eben nicht. Wir werden ihn so in seinen 22 Jahren in Erinnerung behalten. Er wird nicht älter. Was ist genau in dieser Wohnung passiert? Was war die Tat? Also soweit das feststellbar war, durch die ganzen Indizien, denn der Freund unseres Sohnes hat ja darüber nichts gesagt, sich angeblich nicht mehr erinnern können, hatten die beiden den Abend miteinander verbracht. Dann hatte sich unser Samuel wohl schon ins Bett gelegt. Sein Freund sollte so wohl wie oft bei ihm übernachten. Da kam dann scheinbar kurz nachdem der Samuel sich hingelegt hat, aus dem Bad und hat ihn da wohl das erste Mal mit dem Messer hinten in den Schulterbereich, in den Rücken gestochen. Daraufhin ist er sehr wahrscheinlich wild aufgesprungen. Es kam zum Gerangel und wir nennen ihn jetzt einfach mal Mike, hat mehrmals wohl versucht, ihn mit dem Messer zu stechen. Es waren Abwehrverletzungen, die das nachweisen. Und dann schließlich, wie die Ärzte sagen, eine vitale Verletzung, also ein Stich in den Hals, der auch den Kopfnickermuskel durchtrennt hat. Also zu einer weitgehenden Wehrlosigkeit dann auch unseres Sohnes geführt hat. Dann muss er sich wohl noch irgendwie bis aufs Bett, das war so ein bisschen in der Ecke extra, geschleppt haben. Und da muss ihn dann der Mike mit einem Gurt, der dort lag, so lange erdrosselt haben. Ja. Bis er wirklich tot war. Warum haben Sie sich das angetan, die Wohnung zu reinigen und auch auszuräumen? Es ist etwas Persönliches. Man möchte eigentlich nicht, also ich wollte nicht, dass fremde Leute da jetzt mit zu tun haben und in seinen Sachen wühlen oder, nee, ich wollte es selber machen. Ich stelle mir vor, alles erinnert doch an ihn und ja. Kam da nicht eine unglaubliche Wut hoch? Das war schon vorher, dass die Wut hochkam, wo ich den Obduktionsbericht gelesen habe. Da ist mal richtig so eine, der Bayer sagt, eine Sauwut hochgekommen in mir. Und die war wirklich schlimm. Und die hat was mit mir gemacht. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, ich weiß jetzt gar nicht, wohin mit dieser Wut. Hatten Sie auch Gedanken der Rache, Herr Fleming? Täter war ein Freund. Ja, eben. Je mehr das dann zutage trat, das war jetzt nicht irgendeiner, irgend so ein Serientäter, der sowas macht oder so, sondern eben ein Freund. Das hat mich sehr irritiert. Natürlich, klar, warum macht ein Freund das? Also ständig ging es um die Frage, warum, wie kam das, wie kann das sein? Und Rache gibt es ja in dem Sinne nicht. Da müsste ich jetzt persönlich agieren und irgendwie das gut machen wollen. Das geht ja sowieso nicht, Gott sei Dank, dass wir auch einen Rechtsstaat haben und dass das alles so nach Recht und Gesetz dann abläuft. Aber Gefühle der Wut, des Zornes, dass ich das unerträglich finde und unfassbar, ja, total. Und vor allem ein Stück Hilflosigkeit, dass ich nichts dagegen machen konnte, dass ich nicht dabei war. Ich hätte ja alles versucht, um das zu verhindern. Und dieses Eingeständnis, obwohl das ja nicht meine Schuld war, ich war halt nicht da, ja, aber das hat mich so eine Schwäche und so ein Versagensgefühl kam da hoch, obwohl das vielleicht nicht ganz rational ist, aber das hat mich gequält, ja, dass ich nichts dagegen machen konnte. Wie sind Sie mit diesen Gefühlen umgegangen, mit der Wut, mit der Hilflosigkeit, mit dem Hass, was da war? Diese Hilflosigkeit und dieser Hass, die haben mich eigentlich wirklich ins Gebet getrieben. Wir sind Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben. Und ich wusste einfach, wenn ich dem Mörder nicht vergebe, dann wird mich die Verbitterung auffressen. Wann hatten Sie diesen Gedanken zum ersten Mal? Zum ersten Mal hatten wir diesen Gedanken gleich, nachdem wir von der Obduktion nach Hause gekommen sind. Also von der Identifizierung? Genau. Entschuldigung. Von der Identifizierung unseres Sohnes, genau, in dieser Nacht
Es war schon gegen Morgen, als dann alles zu Ende war und wir von den beiden Menschen wieder nach Hause gefahren worden sind. Da sind wir beide in unser Wohnzimmer gegangen und haben uns hingekniet und haben vor Gott geweint und unser Herz ausgeschüttet. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was da in uns vorgegangen ist. Aber wir haben auch noch was gemacht, obwohl wir das vorher gar nicht miteinander abgesprochen hatten. Wir haben beide dem Mörder, wer auch immer es ist, wir wussten es zu dem Zeitpunkt noch nicht, vergeben. Wir haben einfach nur gesagt, wir vergeben diesen Menschen, der das getan hat. Wir wollen diesen Menschen die Schuld nicht nachtragen. Es ist auch ein Mensch und wir wollten ihn von Anfang an nicht auf diese Tat reduzieren, weil wir glauben, dass im Prinzip jeder Mensch zu allem fähig ist, wenn nur die Situation so eben ist. Ich will mal so sagen, es war ein Willensentschluss. Wir wussten, so ist es richtig, das sollten wir jetzt tun. Je früher, desto besser. Und da war es auch noch relativ leicht, weil man die Einzelheiten noch nicht so kannte, den Täter noch nicht kannte. Und diesen Willensentschluss, den hatten wir beide. Wir wollten das, ohne dass uns in dem Moment vielleicht schon absolut klar, was hat es für Auswirkungen, was macht das mit uns. Aber erstmal grundsätzlich, Vergebung ist möglich. Das bedeutet ja auch, der, der das getan hat, soll auch eine Chance haben, in irgendeiner Form vielleicht was gut zu machen. Gut, das geht bei einem Mord nicht. In irgendeiner Form Wiedergutmachung, in irgendeiner Form hat er auch eine Zukunft nach der Strafe und wird weiterleben. Und da soll er eine Chance haben. Und dann kam eine Information nach der anderen raus, wie die Tat geschehen ist. Kam dann nicht wieder Wut und wieder Hass hoch? Ja, absolut. Also bei dir ja. Ja, ganz massiv, habe ich vorhin schon erwähnt, wo ich den Obduktionsbericht gelesen habe und ich gesehen habe, was der Mike dem Samuel wirklich angetan hat. Bis dahin haben wir immer nur gedacht, er ist erstochen worden und ist an den Stichen verblutet. Aber dass er ihn dann schließlich noch erwürgt hat, verdrosselt, mit dem Gurt, das haben wir bis dahin alles noch nicht gewusst. Und dass der Samuel eine Abwehrverletzung hatte, dass die Sehne durchgeschnitten war von der rechten Hand, vom Finger, weil er ins Messer wahrscheinlich gegriffen hat bei dem Kampf, der dann entstanden ist. Das alles, da waren so viele Details, die wirklich so schlimm waren für mich, weil ich ja darauf gar nicht vorbereitet war, was wirklich passiert ist. Und dann kommt auch Wut hoch. Und dann ist so eine Wut in mir hochgekommen, die war so unglaublich, dass ich vor mir selber erschrocken bin. Wirklich, es war so. Was haben Sie gemacht? Ich bin so erschrocken und habe mir gedacht, ich habe ihm doch vergeben. Was macht diese Wut jetzt mit mir? Das war so furchtbar für mich, sodass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie reagieren. Ich will dem Mörder doch vergeben. Aber mit dieser Wut im Bauch, da nehme ich die Vergebung wieder zurück. Da geht das gar nicht. Und dann habe ich mich noch mal hingesetzt mit dem ganzen Bericht und habe jedes Detail gelesen und habe laut gesagt, das vergebe ich dem Mike jetzt. Dann habe ich weitergelesen und dieses Detail, ich vergebe es ihm. Dann bin ich zum Nächsten gegangen. Herr Jesus, ich vergebe ihm das jetzt in deinem Namen. Und so bin ich durch den ganzen Obduktionsbericht gegangen. Das war gut für mich. Was hat das mit Ihnen gemacht? Das war so umwerfend, dass hinterher, nachdem ich fertig war, ein solcher Friede in mir war und die ganze Wut, die war wie weggeblasen. Das kann ich mit Worten gar nicht erklären, das war fast übernatürlich. Ich hatte Frieden darüber und ich wusste, jetzt hast du es überwunden, deine Wut, weil du sie an Gott abgegeben hast. Hatten Sie auch so einen Moment, wo Sie sagen konnten, jetzt ist die Wut vorbei? Ich würde sogar beinahe sagen, es ist nicht so sehr die Wut. Die Wut kommt hoch, die verraucht auch wieder. Aber die Verletzung, die dadurch entsteht, wer hat das Recht, meinem Sohn so etwas anzutun? Das tut so weh, das ist so eine Verletzung. Das ist mehr, als ob einer mich nur mal beleidigt, da vergesse ich vielleicht wieder, okay, ja. Das ist so etwas Schwerwiegendes und das hat mich am meisten gequält, gar nicht mal so sehr die Wut. Die ist kurzfristig, die kommt irgendwie hoch. Wie konnte er nur? Ah, hätte ich was dagegen tun können. Aber auf die Dauer ist es eigentlich mehr dieser Schmerz. Wie sind Sie mit dem Schmerz umgegangen, mit dieser inneren Verletzung? Ja, ich bin am Anfang relativ schlecht, konnte ich damit umgehen.
weil ich das nicht kontrollieren konnte. Ich habe auch gemerkt, das macht was mit mir, was ich nicht will. Ich habe da keine Kontrolle drüber. Aber ich muss sagen, wie meine Frau, dadurch, dass ich das auch immer wieder, wenn wir zusammen gebetet haben, ich habe das Gott einfach so gesagt, so ist es, hilf mir jetzt, ich komme damit nicht klar. Und man muss sagen, viele, viele Dinge haben mitgeholfen, damit zurechtzukommen. Also, dass wir als Nebenkläger dabei waren, dass wir mitreden konnten in der Verhandlung, dass wir eine Gemeinde im Rücken hatten, eine christliche Gemeinde, die uns da durch Freunde, die uns Mut gemacht haben, die uns unterstützt haben. Das alles hat geholfen, die ganzen Gefühle, Wut und andere Gefühle, ich will jetzt nicht sagen unter Kontrolle zu bringen, aber doch zu kanalisieren, dass es irgendwie ein gutes Ende nimmt und man nicht selber plötzlich total abdreht. Haben Sie nie Gott vorgeworfen, warum er das zugelassen hat? Doch, doch, doch. Das habe ich ganz oft gemacht. Das mache ich sogar manchmal heute noch. Dass ich manchmal so sage, Herr Jesus, warum hast du das zugelassen? Du hättest es doch verhindern können. Du hättest einen Engel schicken können. Du hättest ihm das Messer in der Luft festhalten können. Oder mit der Hand. Du hättest so viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass Gott wirklich alles kann. Und ich weiß, dass Gott diese Möglichkeit hätte. Und ich frage mich natürlich heute oft noch, warum hat Gott das zugelassen? Aber es quält mich nicht mehr. Am Anfang hat mich das gequält, diese Frage, ganz lange. Das heißt, der Frieden, der durch die Vergebung kam, beantwortet auch diese Frage? Ja, obwohl der Frieden der Vergebung war, durch die Vergebung kam, war einfach, dass ich nicht verbittert war auf diesen Täter, auf den Freund von Samuel. Die andere Sache war die Sache mit Gott. Das steht wieder auf einem anderen Level. Gott muss man ja nicht vergeben, sondern er lässt etwas zu, er tut etwas und ich muss es einfach annehmen. Aber das hat schon gedauert, bis ich das wirklich so aus seiner Hand nehmen konnte. Nach wenigen Monaten beginnt ja der Prozess gegen den Täter. Das war unsere erste Gerichtsverhandlung, die wir miterlebt haben. Der Angeklagte sah rechts außen. Also lebendig haben wir ihn hier zum ersten Mal gesehen. Vorher haben wir in der Zeitung ihn gesehen, wie er festgenommen worden ist. Da war ein Bild in der Zeitung. Natürlich, man steht dem Menschen gegenüber, der dein eigenes Kind gerade umgebracht hat. Das kann man gar nicht beschreiben eigentlich. Das sind schon sehr eigenartige Gefühle. Ich sehe auch manche Bilder noch genau vor mir, wie der Täter uns manchmal von unten herauf so angeguckt hat, wie wir reagieren. Aber ich erinnere mich auch daran, dass er nichts gesagt hat, warum er die Tat begangen hat. Dazu ist es nie gekommen, er hat es einfach nicht rausgelassen. Das heißt, Sie wissen bis heute nicht, warum es zu dieser Tat gekommen ist. Genau. So ist es. Wir wissen es vor allen Dingen deswegen nicht, weil der Einzige, der darüber Auskunft geben könnte, eben der Mike ist. Es war ja keiner dabei. Bis auf das, was die Indizien ergeben, wissen wir nichts. Er hat nicht ein Wort gesagt während all der Verhandlungstage. Die einzige Situation war, wo man ihm mal Fotos vorgelegt hat vom Tatort und die Leiche vorgefunden, wie sie vorgefunden wurde, da hat er so eine Art Zusammenbruch, psychischen Zusammenbruch erlebt und musste die Verhandlung erstmal abgebrochen werden. Er kam in die Psychiatrie dann erstmal wieder, wo er vorher zeitweise auch schon war, wegen Suizidgefahr. Und das heißt, wir müssen letztlich jetzt damit leben, dass es Vermutungen gibt und Spekulationen und alles Mögliche. Aber eigentlich wissen wir es nicht. Das heißt, Sie kennen heute noch nicht das Motiv, hat der Täter zu Ihnen, mit Ihnen gesprochen, zu Ihnen was gesagt, Nein. Reue gezeigt? Ja, das hat er schon. Also er hat nichts rausgelassen. Während 6 Verhandlungstagen hat er nicht ein Wort gesprochen. Aber er hat uns am 2. Verhandlungstag durch seine Rechtsanwältin einen Brief überreichen lassen. Das ist dieser Brief, den haben wir mitgebracht. Er sieht schon sehr abgegriffen aus, weil ich ihn schon so oft gelesen habe. Und in diesem Brief hat er uns
gesagt, dass er die Tat sehr bereut. Und dieser Brief bedeutet uns wirklich viel. Weil wir einfach gemerkt haben, er ist nicht kalt darüber hinweggegangen, sondern er leidet selber darunter. Macht es Sie nicht trotzdem wütend, dass er nichts über seine Motive sagt oder schreibt? Eigentlich nicht so sehr. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass das psychiatrische Gutachten ergeben hat, dass er das nicht kann. Also er erinnert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an jedes Detail, kann es aber nicht aussprechen, auch vor sich selbst nicht. Da kam so ein Fachbegriff ins Spiel, den kannte ich vorher auch nicht, Undoing, dass der Täter, also der Mike hat dann den Samuel nach der Tat mit einer Decke zugedeckt, so alles wieder gut, es ist gar nichts passiert. Das hilft uns ein Stück weit zu verstehen, dass ein ganz normaler, netter Mensch sowas tun kann. Es hilft ein Stück weit, als wenn man jetzt den Eindruck hat, ich habe es mit einem völlig abgebrühten Totschläger zu tun, den das überhaupt nicht interessiert, ob er da, was er da antut anderen. Hilft ein Stück weit, muss ich sagen. Ja. Also auch nachzuvollziehen, das ist ein psychisches Problem. Er kann das vor sich selber nicht wahrhaben wollen und er kann deswegen auch nicht darüber reden. Es geht eben nicht. Wie ist dann der Prozess ausgegangen? Er hat ein Strafmaß von 10 Gefängnisjahren bekommen. Und der Richter hat uns ganz klar gesagt, das Strafmaß ist deshalb so milde ausgefallen, weil wir ihm vergeben haben. Das haben wir ihm öffentlich in der Verhandlung mehrere Male gesagt, dass wir ihm vergeben. Weil wir sind als Nebenkläger nicht deshalb aufgetreten, um eine möglichst hohe Strafe für ihn zu erwirken. Das mag bei anderen vielleicht zutreffen. Mhm. Bei uns war das eben nicht so, sondern wir sind nur deshalb als Nebenkläger aufgetreten, um einfach zu wissen, was ist in dieser Nacht passiert. Mhm. Jetzt sind 5 Jahre vergangen seit dieser Tat. Ja. Wie haben Sie in diesen 5 Jahren gelebt? Wie kann man nach so einem Albtraum weiterleben? Es ist auch ein Stück weit die Herausforderung. Ich muss jetzt damit umgehen. Das geht am Anfang noch leichter, weil man muss ja die Beerdigung vorbereiten. Man ist ständig in Aktion, um Dinge zu regeln und so weiter. Was halt alles so dann nötig ist, wenn jemand gestorben ist. Wohnung auflösen und so weiter. Und als ich das alles so ein bisschen beruhigt hatte, sage ich mal, ja, die Feier, Nachfeier in der Gemeinde war vorbei. Wir hatten einen speziellen Gottesdienst, wo der Pastor nochmal über das Thema, warum lässt Gott Leid zu, gepredigt hat. Dann ebbte das so langsam ab. Und ich glaube, das ist auch gut so. Man muss ein Stück weit Abstand kriegen, sonst kann man gar nicht mehr leben, dann wird man selber krank. Aber bei mir ist es so, bei mir kommt das immer so schlagartig durch bestimmte Assoziationen hoch. Durch was zum Beispiel? Ja, wenn ich zum Beispiel bestimmte Musik höre oder ein Lied, ein christliches Lied, was der Samuel sehr gern hatte, Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Wenn ich das höre, zum Beispiel, ja, oder auch wenn ich Fotos sehe und bestimmte Sachen, Assoziationen verschiedenster Art, dann ist das so da, als wäre es gerade erst passiert. Und damit werde ich wohl bis an mein Lebensende mit umgehen müssen. Haben Sie Erinnerungsstücke an Samuel? Ja, da gibt es einiges in unserer Wohnung, was er mit seinen eigenen Händen im Werkunterricht gemacht hat. Das steht überall in der Wohnung verteilt, erinnert mich an ihn. Aber ganz besonders, muss ich sagen, habe ich am Anfang seine Bibel aufgeschlagen, weil da war noch sein spezieller Geruch drin. Und ich habe dann immer wieder aufgeschlagen und habe meine Nase da reingesteckt und habe so seinen Geruch in mich aufgenommen. Das war, als wenn ich ihn lebendig vor mir hätte. Das fand ich immer wunderschön. Das ist jetzt vorbei, denn die Bibel hat inzwischen nach 5 Jahren ihren Geruch verloren. Der spezielle Geruch von Samuel ist nicht mehr da, aber Wut kommt bei mir auch nicht mehr hoch. Eher manchmal eine Traurigkeit, wenn ich so Dinge erlebe, in unserer Gemeinde zum Beispiel, wenn 2 junge Leute heiraten, dann denke ich darüber nach, ja. Und wir werden das mit unserem Samuel nie erleben. Nie werden wir eine Schwiegertochter durch ihn kriegen. Nie werden wir ein Enkelkind von ihm auf den Armen haben. Und das tut dann weh und da kommen mir dann manchmal schon die Tränen. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in den Schmerz, in die Trauer. Vielen Dank für die Offenheit, für die Ehrlichkeit im Umgang mit der Situation. Das war sehr, sehr beeindruckend. Noch mehr Geschichten auch zum Thema Vergebung finden Sie in unserem YouTube-Kanal Mensch Gott – Begegnungen zwischen Himmel und Erde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 1414
oder per Mail an menschgott@erf.de.